Wir zeigen dir heute unsere Reiseroute von Deutschland aus übers Baltikum und Skandinavien im Detail, damit du dich bei der Reiseplanung ein bisschen zurücklehnen kannst. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, denn wir haben eine richtig lange Strecke vor uns. Nämlich in der sächsischen Schweiz. Und hier können wir euch auf alle Fälle die Bastalbrücke und die Schrammsteinaussicht empfehlen. Weiter ging es dann direkt über die Grenze nach Tschechien und dort haben wir erstmal einen Abstecher ins böhmische Paradies gemacht und waren an den Dürrefelsen im Hrubokalsko Nationalpark und auch bei der Burg Trosky. Bei der Weiterfahrt Richtung Polen könntet ihr noch einen Abstecher bei den Adersbacher Felsen machen. Bei uns ging es leider nicht, weil die Tickets für die nächsten 2 Tage schon ausgebucht waren. Weiter in Polen ging es dann für uns zum Białowieża Nationalpark für ein paar Spaziergänge, wie zum Beispiel im Palace Park oder den Zebra-Zubra-Weg. Und hier könntest du auch eine geführte Tour machen in dem Nationalpark, um die Bisons zu sehen. Und natürlich kannst du dir auch noch viele weitere Orte in Polen aussuchen, aber wir wollten möglichst schnell weiterfahren, um ins Baltikum und dann natürlich auch nach Skandinavien zu kommen. Ab geht's dann nach Litauen. Hier sind wir im Tjuka National Park vorbeigefahren und haben bei dieser wunderschönen Aussicht Pause gemacht und zu Mittag gegessen. Weiter ging's dann in die Nähe der Wasserburg Trakai, um dort mit dem Kajak hinzupaddeln und sie anzuschauen. In Litauen könntest du auch noch zu diesem Nationalpark hier fahren. Ich will es gar nicht versuchen auszusprechen. Wir waren dort leider nicht, aber es soll wohl auch sehr schön sein. Weiter ging es für uns nach Lettland mit nur einem einzigen Stopp im Kemeri Nationalpark. Hier gibt es viele verschiedene Spaziergänge durch wunderschöne Moorlandschaften. Und genau damit ging es dann in Estland auch weiter im Sooma Nationalpark. Dieser war der schönste Nationalpark, den wir im Baltikum gesehen haben. Ebenso können wir auch noch den Lake Pariga empfehlen, der mit seiner Herzform sehr besonders ist. Weiter ging es noch in den Lahema Nationalpark. Hier verbrachten wir die meiste Zeit in Estland, gingen den Vipu Bog Nature Trail und waren am nördlichsten Punkt in Estland. Hier haben wir auch die Zeit sehr genossen und sogar Polarlichter gesehen. Generell waren wir vom Baltikum sehr positiv überrascht. Die Natur ist wirklich der Hammer und auch von den ganzen öffentlichen kostenlosen Campingplätzen, die eine wunderbare Ausstattung hatten, waren wir auch sowas von überrascht. Es ist einfach nur ein Paradies, um frei zu stehen. Und dann ging es für uns rauf auf die Fähre und ab ins nächste Land. Wir sind von Tallinn nach Helsinki mit der Fähre gefahren und der erste Stopp war dann im Kolovesi Nationalpark. Hier bietet sich super gut an, eine Kajaktour zu machen. Und das haben wir auch total spontan gemacht und hatten 2 wahnsinnig schöne Tage in der Natur Finnlands. Weiter nördlich können wir euch empfehlen, einen Abstecher zu diesem Ort zu machen und den wunderschönen Flusslauf zu bewundern und etwas weiter auch zu den Ristikallio Cliffs zu fahren und dort eine kleine Wanderung zu dieser Aussicht zu unternehmen. Und schon geht's weiter nach Schweden, zu der Wanderung zum Skirfe, eine 3-tägige Wanderung durch die Wildnis Schwedens, ein absolutes Highlight. Über Abisko, wo ihr auch viele verschiedene wunderschöne Wanderungen machen könnt, wie zum Beispiel einen Teil des Kungsledens gehen oder zu diesem See hier, ging es dann für uns weiter nach Nordnorwegen und zwar auf die wunderschöne Insel Senja. Hier können wir euch einige schöne Orte empfehlen, wie die Wanderung zum Segler, die Aussicht über Hamm, den Bergspotten Viewpoint, die Sicht auf die Drachenzähne oder den Ersfjordstrander. Es würde auch so viel mehr zu entdecken geben. Weiter ging es auf die Insel Andøya und ganz nördlich in Andøya, in Andenes, könntet ihr eine Whale-Watching-Tour machen, denn das soll einer der besten Orte dafür in Norwegen sein. Für uns ging es dann an den Bleiksandstrand, genossen die Mitternachtssonne an einem Stellplatz direkt am Strand und machen eine Kajaktour zur Insel Bleiksøya, denn hier brüten einige hunderte Papageientaucher, die wir unbedingt sehen wollten und hatten einen wunderschönen Ausflug, sogar mit Besuch von 2 Robben. Etwas weiter südlich ist die Wanderung zum Matint, welche wir in der Mitternachtssonne genossen. Und die Aussicht ist der absolute Wahnsinn. Mindestens eine Wanderung solltet ihr im Norden Norwegens spät nachts machen, um auch dieses Erlebnis zu erleben, weil das war einfach total besonders. Und schon ging es für uns auf die Lofoten. Wir sind nicht die Hauptstraße gefahren, weshalb es für uns an dieser schönen Straße hier entlang ging. Dort gibt es auch die Wanderung zum Matmora, um die Aussicht besser zu genießen. Von dort aus ging es direkt in die Stadt nach Henningsvær, um durch die Stadt zu spazieren, bis zum wohl schönsten Fußballfeld der Welt. Und natürlich auch zu einer Wanderung, um die Aussicht über die Stadt zu genießen.
Hier bietet es sich dann danach auch noch an, einen Besuch am Rorvik-Strander zu machen, um sich nach der Wanderung zu erfrischen, wenn es das Wetter zulässt. Wir sind weitergefahren an den Haugland-Strander und von dort aus wäre es auch nur noch ein Katzensprung zum Unstadt-Beach, falls du diesen nicht verpassen willst. Einmal quer durch die Lofoten ging es für uns dann zur Wanderung zum Nonstinten, um die Aussicht auf Waldstadt zu bewundern. Weitergefahren sind wir dann zum Rambergstrander. Von hier aus siehst du auch schon den Wolandstint, der mit Sicherheit auch eine Wanderung wert ist, wenn er nicht wie bei uns von den Wolken versteckt wird. Ein absolutes Must-Do ist die Wanderung zum Reiten, um die wunderschöne Aussicht auf den Qualvika Beach zu genießen. Hier waren wir nicht ganz auf dem Gipfel, denn dort versperrten uns die Wolken leider die Aussicht, aber auch von etwas weiter unten ein absoluter Blickfang. Auf der Fahrt nach Rheine haben wir dann auch noch einen kurzen Abstecher in Hamneu gemacht, um die wunderschöne Kulisse auf die Stadt zu genießen, und das ist wirklich ein unfassbar schönes Fotomotiv. In Rheine ging es dann auf den Rheinebringen, die vielen Stufen hinauf bis zu dieser einmaligen Aussicht. Zu Recht einer der beliebtesten Orte. Der vorletzte Stopp auf den Lofoten war die Stadt A. Hier bietet sich ein kleiner Spaziergang und ein Abstecher bei der Bäckerei an. Aber wo es noch bessere Zimtschnecken gibt als in A, das erfahrt ihr später im Video. Mit der kostenlosen Fähre ging es dann von Moskenes nach Værøy, denn hier wollten wir auf den Haien, um die bezaubernde Halbinsel zu sehen und auf dem coolsten Stellplatz zu stehen, einer alten Landebahn. Weiter ging es mit der nächsten kostenlosen Fähre wieder zurück aufs Festland nach Bodø. Und hier ein kleiner Tipp, wenn ihr nämlich den kurzen Abstecher auf Værøy macht, dann habt ihr zwei kostenlose Fähren und spart euch das Geld, mit der Fähre von Moskenes nach Bodø zu fahren, die nämlich einiges kostet und auch schon einige Tage meistens im Voraus ausgebucht ist. Auf dem Festland ging es zum Salzstraumen, um ebenfalls an diesem bekannten Ort zu angeln. Doch gefangen haben wir und alle anderen, die da waren, absolut nichts. In der Nähe von Bodø befindet sich auch noch der Hovdsundet Beach, den wir beim nächsten Mal auf jeden Fall besuchen wollen. Bei uns hat es leider nicht geklappt, weil das Wetter einfach nur unglaublich schlecht war zu diesem Zeitpunkt. Weiter geht es zurück an die schwedische Grenze, aber bevor wir da drüber gefahren sind, ging es noch zum Little Ferritasfossen, eine unglaublich schöne Natur im Inland Norwegens und auf jeden Fall eine Wanderung wert. Wir sind in Schweden weiter in den Süden gefahren, da wir dort auch noch ein paar Orte sehen wollten, und außerdem spart man sich so die Mautkosten in Mittelnorwegen, und das Tanken und die Lebensmittel sind natürlich in Schweden auch um einiges günstiger. Deswegen ging es für uns weiter zum Storforsen, bei welchem gewaltige und beeindruckende Wassermengen runterlaufen. Weiter zum Skulleskogen-Nationalpark, in dem wir eine schöne Wanderung machten zu dieser Aussicht. Danach ging es weiter in den Fuglufjellet-Nationalpark. Hier bietet sich wieder an, eine mehrtägige Wanderung zu unternehmen. Doch wir entscheiden uns nur dazu, den Njupeskär-Wasserfall zu besuchen, der uns sehr gut gefallen hat. Natürlich gibt es in Schweden auch noch weitere wunderschöne Orte und auch Nationalparks, die man besuchen könnte. Aber uns gefällt Norwegen ein kleines bisschen besser, weshalb wir dort den Großteil unserer Reise verbracht haben. Und deswegen geht es jetzt auch gleich wieder zurück über die Grenze. Aber bevor wir mit der Route weitermachen, würde es uns riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben auf das Video da lässt und unseren Kanal abonnierst. Damit würdest du uns sehr unterstützen. Und jetzt machen wir weiter mit der Route, aber jetzt gibt es ein kleines Durcheinander. Alles wird unübersichtlicher, weil es einfach so viele sehenswerte Orte in Südnorwegen gibt und die alle kreuz und quer verteilt liegen. Und deswegen wird es eine ganz schöne Fahrerei. Der erste Ort, den wir in Südnorwegen ansteuern, ist der Mardalsfossen. Ein großer und wirklich gigantischer Wasserfall, nur einen Spaziergang vom Parkplatz entfernt. Weiter ging es gleich zur nächsten Wanderung, dem Prestaxla, eine Wanderung mit 360 Grad Sicht. Und der nächste Ort ist der Rampestriegen, von welchem man eine atemberaubende Sicht auf das Tal und die Stadt hat. Weitergefahren sind wir zur bekannten Atlantikstraße, die bei gutem Wetter, aber auch verregneten und bewölkten Wetter ihren Charme hat. Weiter ging die Fahrt mit ein paar Fähren bis hin zur Insel Runde. Hier kannst du tausende Papageientaucher aus nächster Nähe sehen und stundenlang beobachten, denn diese haben ihre Brutnester direkt an den Stallklippen. Weiter geht's nach Hoddevik zu dieser unglaublich schönen Aussicht und wenn du Lust hast, auch hinab ins Tal zum Strand. In der Nähe findest du dann auch noch gleich den Refvik Sand Beach, der ebenfalls für einen schönen entspannten Tag am Strand einlädt.
oder einen Spaziergang bei schlechterem Wetter. Weiter geht die Fahrt zu einem sehr bekannten und beeindruckenden Ort, den Briksdalsbreen. Sehr stark besucht und auch nicht ohne Grund. Denn hier siehst du eine große Gletscherzunge und einen eiskalten Gletschersee mit einer wunderschönen Landschaft. Der nächste Ort, den wir empfehlen können für einen Tag am See, Kajaken oder Suppen, ist der Lake Lovatnet mit seiner wunderschönen türkis leuchtenden Farbe. Und dann geht's auch gleich ab zur nächsten Wanderung, rauf nach Raksetra, zu den süßen Häuschen mit Moosdächern und einer wunderschönen Aussicht. Auf der Fahrt zum nächsten Ort kommt man am Strin River vorbei, welcher sich durch das grün leuchtende Tal schlängelt und von oben wirklich traumhaft aussieht. Angekommen beim nächsten Ort geht es hoch auf einen alten Hof nach Segestadt. Von dem aus hast du eine schöne Aussicht und auf dem Hin- oder Rückweg kannst du auch noch einen ganz kleinen Umweg machen, um zum Glomnesfossen zu kommen und diesen zu bewundern. Das nächste Ziel, das du ansteuern kannst, ist der Geiranger Fjord. Hier kannst du durch den Fjord mit dem Taxiboot fahren, selbst kajaken, um die Seven Sisters zu sehen oder nach Skagerflaa hochwandern, um den Fjord von oben zu bewundern. Uns führte der Weg dann weiter ins Hochland und das bietet eine ganz andere Kulisse und auch mal eine Abwechslung zu den ganzen Fjordlandschaften. Wir haben hier einen Zwischenstopp am See Gjende gemacht und hier würde es auch super viele verschiedene Wanderungen geben. Weiter ging es auf eine Wanderung, um den Fettisfossen zu bewundern. Und bereits auf dem Weg überraschen dich noch drei weitere wunderschöne Wasserfälle. Nach dem vielen Wandern ging es für uns dann zu einem Aussichtspunkt, dem Stegerstein-Lookout. Von dort aus ein gutes Stück weiter, dann zum Ruandefossen. Und auch hier ist es möglich hinzufahren und nicht zu wandern. Im Anschluss geht die Fahrt weiter nach Gudvangen. Auch hier bieten sich einige sportliche Aktivitäten an, wie Sapfahren, Kajaken oder Wasserbikefahren. Der nächste Ort ist die beliebte Stadt Bergen, wo sich ein Spaziergang durch die Altstadt super anbietet. Weiter geht's zum Steindalsfossen, ein Wasserfall, den man auch von hinten betrachten kann, da man hinten durchgehen kann. Gleich im Anschluss ging es zum nächsten Wasserfall, den Skjervesfossen. Dieser ist sehr gigantisch und du kannst ihn von der Straße aus gar nicht komplett sehen. Und wenn du schon hier bist, solltest du auch das Klo mit Aussicht am Kopf des Wasserfalls nicht verpassen. Weiter geht's auf dem Hof Kjesen mit wunderbarer Aussicht auf den Eidfjord. Entweder zu Fuß oder du fährst mit dem Auto nach oben zu der atemberaubenden Aussicht durch einen wirklich sehr engen und fast gruseligen Tunnel. Wenn wir schon bei der schönen Aussicht sind, dann geht's doch hier gleich weiter mit dem Wasserfall. Das ist der Foringsfossen und sollte auch auf deiner Reise nicht fehlen. Genauso wenig wie diese Wanderung. Hier führt dich der Weg wieder an vier verschiedenen Wasserfällen vorbei, die alle unglaublich schön sind. Und der nächste Stopp ist die Trolltunga. Ich denke, jedem ein Begriff und bei vielen weit oben auf der Bucketlist. Auf der Weiterfahrt sind wir am Langfossen stehen geblieben. Ein gigantischer Wasserfall direkt an der Straße, der dich zum Staunen bringt. Etwas weniger bekannt als die Trolltunga ist die Himankana oder auch kleine Trolltunga genannt, da sie eine ähnliche Felsformation bietet und ebenfalls eine schöne Aussicht hat. Und weiter geht's zum nächsten Hotspot in Norwegen, der Preikestolen. Ein absolutes Highlight und sollte auf deiner Reise nicht fehlen. Auf der Fahrt zum nächsten Ort, dem Kjerakolten, kannst du am Holesli Viewpoint eine Pause einlegen und die Aussicht bewundern. Denn die Wanderung zum Kjerak wird sehr anstrengend und ist nicht für jeden etwas, aber der Blick ist einmalig. Genauso wie die Aussicht auf den Lysewegen, die Serpentinenstraße, direkt am Parkplatz zum Kjerakolten. Und nach dem vielen Wandern hast du dir jetzt wirklich eine kleine Belohnung verdient. Und auf dem Weg nach Schweden liegt diese Bäckerei mit den wohl besten Zimtschnecken, die wir in Norwegen gegessen haben. Auf dem Weg zurück nach Deutschland, je nachdem wie viel Zeit du noch hast, könntest du in Schweden in der Stadt Fjällbacka vorbeischauen und auf den Viewpoint raufwandern oder auch noch nach Schmögen fahren, um an der bekannten Häuserfront vorbeizuschauen und durch die Stadt zu spazieren. Wir sind leider etwas früher gefahren, weshalb wir keine Zeit mehr hatten, an den Vänern- oder Wetternsee zu fahren, um dort eine entspannte Zeit zu haben oder auch in Dänemark an einen der vielen Strände zu fahren. Ja, und das war unsere gesamte Reiseroute in unseren 3 Monaten Roadtrip durch den Norden Europas. Und wir hätten auch noch so viel mehr Orte eingespeichert gehabt, aber das ist in 3 Monaten einfach nicht möglich, weshalb es mit Sicherheit irgendwann eine nächste Reise in den Norden geben wird und wir diese Orte dann erkunden, denn Norwegen und der Rest von Skandinavien ist noch so groß und es gibt noch so viel zu sehen und da nehmen wir euch dann natürlich auch wieder mit. Wenn du noch Empfehlungen für Wasserfälle, Wanderungen oder Ähnliches hast, die wir in Norwegen auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht verpassen sollten, dann schreib es uns doch gerne in die Kommentare.
Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde uns das riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben da lässt und auch unseren Kanal abonnierst. Damit würdest du uns sehr unterstützen und wir wissen, dass wir mit solchen Videos weitermachen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.